der Aufruf für diese Veranstaltung und mich hier als dazu zu überreden, hier als Rednerin aufzutreten, hat mich auf eine Reise ich habe mich selber auf eine Reise gemacht und plötzlich über Dinge nachgedacht, über die ich eigentlich schon seit 20 Jahren nicht mehr nachdenke, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, unsere Gesellschaft ist total modern, alles ist gerecht. Es gibt Gleichberechtigung, die in unserem Grundgesetz verankert ist. Und ja, die Statistiken, okay, wo ist das Problem? Gebe ich ehrlich zu. Ich bin jetzt schlauer hierher gekommen und dieser Tag hat mich noch viel ehrfürchtiger vor dem Thema gemacht und gezeigt, wie viel wir eigentlich noch zu tun haben. Und ich glaube, ich werde morgen damit anfangen, auch meinen Anteil dazu zu tun. Ich muss jetzt leider so eine euphorische Rede halten, weil mich dieser Tag einfach dazu oder dieser Abend dazu gebracht hat. Ich jetzt vielleicht auch schon ein bisschen müde bin und nicht diese Euphorie brauche, um den Vortrag zu halten. Ich möchte natürlich auch mit meinem Lebenslauf anfangen. Das hier unten ist meine Familie. Ich wurde geboren in den 70er Jahren und ich wurde emanzipiert erzogen. Damals war das noch ein Schimpfwort. Ja, man sagt, du olle Emanze. Oder ich habe auch im Vorfeld noch mal gegoogelt, was emanzipiert eigentlich heißt. Und dann habe ich darüber nachgedacht, woran mache ich das eigentlich fest, dass ich emanzipiert erzogen worden bin. Und da fallen mir so Geschichten ein, wie dass mein Vater gesagt, als ich mich angefangen habe, so mit Jungs zu treffen, und hat er gesagt, hat mir immer Geld gegeben, sagt, du musst deine Rechnung selber bezahlen. Da bleibst du unabhängig. Ja, also wenn Männer deine Rechnung bezahlen, dann begibst du dich unabhängig. Okay. Hat mir natürlich später im Geschäftsleben das Leben ganz schön schwer gemacht, weil Männer wollen immer die Rechnung bezahlen. Und wir hatten heute ganz oft das Thema, ist es gut, ist es schlecht, soll man das einfach genießen? Ich weiß es nicht. Ja, also viele meiner Sachen heute werden darauf hinauslaufen. Man muss es einfach für sich entscheiden und sagen, okay, ich fühle mich gut, wenn ich mal schön eingeladen werde, und dann ist es so. Und wenn ich sage, ich möchte meine Rechnung selber bezahlen, dann ist es für mich auch gut. Der andere Vorteil, wir waren bei Vorbildern, meine Eltern, wenn was zu reparieren war oder zu streichen oder weiß ich, musste immer mitmachen. Ja? Also ich konnte mit 14 mein Zimmer renovieren und was weiß ich. Gut, dann ging es los. Was möchtest du mal werden? So, ja, dann ging es mir so wie viel in vielen Vorträgen heute. Ja, mit 18, wer weiß mit 18, was er eigentlich will. Inzwischen weiß ich, dass es Menschen gibt, die das mit 18 wissen. Dann haben sie gesagt, okay, dann mach doch einfach das, was dir Spaß macht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will Chemie studieren. Und dann so, oh, konservative Branche und Jobs für Frauen. Und nee, mach, was dir Spaß macht, der Rest wird sich finden. Und so war es. Also ich habe Chemie studiert, auch da kommt der Doktor her. Also ist ein Vermächtnis aus meiner frühen Vorzeit. Und ja, danach ging es nicht so weiter. Deswegen ist der Weg da oben schon durchgekreuzt, aber da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Die Tür ging nicht auf, dafür ging eine andere auf, nämlich die in die IT. Ich habe Chemie studiert, keine Ahnung von Computern, was weiß ich. Aber da war die Chance als Unternehmensberaterin. Deswegen habe ich jetzt meine Geschichte hinterm Berg gehalten, weil ich die ja jetzt erzählen will und nicht vorhin bei der Frage. Ich konnte als Unternehmensberaterin eine Ausbildung machen, Wirtschaftsmanagement, natürlich erst in der chemischen Industrie, und irgendwann kam der Weg in die IT. Da hatte ich die große Chance, bei Siemens anzufangen, und damals habe ich aus Quatsch immer schon gesagt, ich werde mal Vorstand der Siemens AG. Ohne die Rechnung, dass das auch die konservativste Branche ist, jedenfalls damals vor 100 Jahren. Heute weiß ich nicht, bei Siemens ist bestimmt alles ganz modern. Da bin ich auch ein paar Sachen gestolpert, will ich auch gleich erzählen. Ich habe ja auch einen roten Faden. Und
da hinten stehe ich heute. Ja, das ist mein Leben, ist schön rund im Moment. Ich habe einen wundervollen Mann und zwei wundervolle Töchter. Eine kleine und eine große. Und die kleine ist auch heute hier. Die hat mich auch in dem Vorfeld gut beraten. Zu mir immer gesagt, ja, Mama, die Dinge sind gar nicht so rosarot, wie du sie siehst, sondern sie hat mir dann auch tagesaktuelle Beispiele geliefert, die ich heute natürlich auch erzählen möchte. Der zweite Teil meiner Lebensscheibe ist, die Bühne ist keine Scheibe, sondern ich arbeite weiter in der Unternehmensberatung bei der Kegon hier in Wiesbaden als Agile Coach. Also ich habe auch mit agilen Teams zu tun und bin dort im operativen Vorstand, deswegen das Steuerrad. Und die wilde 13 ist inzwischen so ein geflügeltes Wort. Wir sind 13 Gesellschafter dieser kleinen Firma. Und das ist natürlich turbulent. Und es sind, na klar, wie überall in der Branche, halt auch viele Männer in Führungspositionen oder halt Unternehmer. Und aber ich glaube, wir haben da auch einen ganz guten Weg gefunden. Deswegen wahrscheinlich meine Einstellung, dass das Thema gar nicht mehr relevant ist. Okay, dann habe ich gesagt, ich habe einen Vortrag eingereicht, ging um Führungskräfte und dachte, jetzt fängst du mal mit ein paar Fakten an. 30% aller Führungspositionen sind mit Frauen besetzt. Ich glaube, wir hatten heute schon andere Zahlen. Ich habe auch überall Quellen hingemacht, wo ich das her habe. Da ist der Naturwissenschaftler mit mir durchgegangen. Ja, dann habe ich mich gefragt, warum ist denn das eigentlich so? Wo ist der Fehler in dem System, dass wir da nur mit 30% beteiligt sind? Und da habe ich über das Thema Chancengleichheit nachgedacht. Meine Familie, wirklich, die waren sehr nett in der Zeit hier immer. Ich habe jetzt das Wort Chancengleichheit. Und dann haben wir darüber auch geredet und dann habe ich auch ein bisschen was gelesen. Ja, hier wieder Zahlen, Daten, Fakten. Beim Abitur an Universitäten und Hochschulen geht man heute noch von einem neutralen Geschlechterverhältnis aus. Also an der Stelle ist die Welt irgendwie noch in Ordnung, 50-50. Und das habe ich ja eben gesagt, dann wechselt es zu 30-70 und wo ist eigentlich das Problem? Und viele von den Problemen hatten wir den ganzen Nachmittag schon. Deswegen ist doch das Schöne an der Abschlusskeynote, das ist irgendwie wie so eine Zusammenfassung von alledem. Ja? Also ich habe mich in allen Vorträgen, die ich angehört habe, wiedergefunden, habe auch gelernt, dass es hier für Fachwörter gibt, ja? So Dinge, die wir einfach so tun, die schon sind, Bios oder so war, das weiß gar nicht mehr. Aber das ist so meine Gedanken. Also hier gibt es Dinge, da entscheiden andere Menschen was für dich. Ja, kommen wir gleich zu. Und das beeinflusst natürlich dein Leben und dein Verhalten. Und dann gibt es Dinge, die wir einfach tun, weil wir es schon immer so tun, beziehungsweise andere mit uns so tun, weil sie es auch immer schon tun und nicht darüber nachdenken. Also ich kann denen ja gar nicht böse sein, weil sie können es ja gar nicht anders. Ja? Und erstmal will ich natürlich erst über den oberen Teil reden und da kommen wir hier zu diesen zwei Punkten in meinem Leben. Da hat man Chemie studiert, hat einen sehr guten Abschluss, Regelstudienzeit, einen Doktor mit der Industrie, kürzeste Zeit, Vorträge im Ausland. Also ich glaube, mehr Bilderbuch geht gar nicht. Aber du kriegst keinen Job in dieser Branche, weil wie alt war ich? Vielleicht 23, 24? Ich war schon verheiratet, ist auch blöd im Lebenslauf, ja. Also ich hatte immer den Eindruck, alle denken, ja, die kommt jetzt hier und dann kriegt sie erst mal drei Kinder und dann guck mal, wie es weiterläuft. Und gut, das habe ich mir ein paar Monate angeguckt und dann bin ich halt in die Richtung abgebogen. Und da ist mir dann, also da durfte ich dann anfangen und Siemens ist ja ein großer Konzern. Und da gibt es irgendwie jedes Jahr eine Umorganisation. Und jedes Mal, wenn man einen neuen Chef hat und sagt, ich will auch mal Teamleiter werden oder ach, ich würde gerne mal hier diese tolle Projektgruppe leiten. Nee, du musst erst mal beweisen, was du kannst. Dann habe ich mal gesehen, irgendwelche Jungen, die viel jünger waren als ich, die hatten dann irgendwelche Projektgruppen und
Ich dachte, nee, das ist nicht meine Welt. Also jedes Jahr irgendwie da zu kämpfen und weiterzukommen. Und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, Flucht nach vorne, weg. Aber bei diesen ganzen Überlegungen habe ich eine interessante Statistik gefunden, die auch keine von euch heute hatte. Männer rekrutieren Männer, die ihnen ähnlich sind. Und ich wusste gar nicht, dass es dafür auch einen Fachbegriff gibt, den Thomas-Kreislauf. Also das durchschnittliche Vorstandsmitglied, das sind die oberen Babbeln. Ja, weiß ich, männlich, deutsch, 68er Baujahr, Ausbildung, Ausland, Wirtschaftswissenschaftler, hatten wir heute, wusste Diana. Ingenieur, okay, nein, eher weniger. So, und darunter die Bubbles, die beschreiben, wie Vorstände rekrutiert wurden. Und das ist ziemlich aktuell, ja, vom September 2020 bis September 21. Und wieder männlich oder so. Habe ich meinem Mann erzählt, sage ich, ich habe die Lösung gefunden. Er sagt, da weißt du, wenn du gerecht bist, holst du mal die Statistik raus, wie Frauen rekrutieren. Und dann habe ich gesagt, nee, die gibt's nicht. Und nun bin ich ja im Vorstand von so einem kleinen Unternehmen und wir rekrutieren ja auch. Und dann habe ich mal so geguckt, wen wir in letzter Zeit eingestellt haben. Frauen. Also vielleicht der Fairness allen Männern hier im Raum, muss man sagen, vielleicht gilt es, dieses Thomas-Gesetz oder Thomas-Kreislauf, vielleicht gibt es es auch für Frauen. Ich weiß es nicht. So, also ich habe die Flucht nach vorne, Siemens, sichere Anstellung, großer Konzern. Ich habe meine Ziele über den Haufen geworfen. Vorstand wusste hier nicht mehr. Habe dieses gesicherte Umfeld verlassen. Und warum konnte ich das? Weil ich habe das Mantra, die Quelle ist Mantra meines Vaters, Verfasser mir unbekannt. Vielleicht hätte ich noch einen gefunden. Aber das ist so das, was mich so lange begleitet. Und ich glaube, meine Töchter können davon auch ein Lied singen, dass der Opa das immer noch sagt. Du weißt nie, ob du etwas kannst, bevor du es nicht versuchst. Meine Tochter nickt, also. Und das ist was, was ich gerne weitergeben würde. Aus der gab es auch schon in verschiedenen Vorträgen, dass wir Frauen neigen dazu, unsere Fähigkeiten immer noch mal besonders unter den Scheffel zu stellen. Ja? Ich weiß nicht, woran das liegt, kann man auch spekulieren. Aber ich habe eine Begründung gefunden. Das hat was mit unseren deutschen Wurzeln zu tun. Und die Deutschen generell scheuen das Risiko wie keine andere Nation. Bin ich ja nicht mal als Frau alleine dran schuld, sondern das liegt ja in meinen deutschen Wurzeln. Naja, okay. Aber was kann man daraus jetzt lernen? Also was ich prinzipiell mitgeben möchte, ich habe immer viele Jahre in meinem Leben darauf gewartet, dass jemand zu mir kommt und sagt, Yvonne, willst du nicht diesen Job machen? Du bist doch eigentlich, du hast jetzt die Erfahrung und diesen Punkt gibt es nicht. Man muss die Chancen, die sich vor einem auftun, nehmen und nicht, also überlegen schon, aber ich glaube, manchmal muss man sie einfach schnell nehmen. Und als vor ein paar Jahren der Vorstandsjob bei uns frei wurde, weil einer von den älteren Kollegen dann mal gesagt hat, er will jetzt mal was anderes machen, habe ich das erste Mal in meinem Leben nicht gewartet, dass jemand zu mir gesagt hat, Yvonne, willst du es vielleicht machen? Ich sehe dich da. Junge Frau, macht sich vielleicht gut. Nee, ich habe einfach zugegriffen. Und es war die beste Entscheidung in meinem Leben. Ich habe nicht darüber nachgedacht, kannst du das? Kriegst du die ja alle domptiert? Ich habe es gemacht und ich bin total froh darüber, weil es ist wirklich so viele Gestaltungsräume, die man hat als Führungskraft. Und klar muss man auch Mist mitmachen. Die Daniela hat es gesagt, es gibt doch Problemfälle. Aber wenn die halt nicht überhand nehmen, kann man auch an diesen Problemfällen einfach wachsen. Und ja. So, das war so, also meine, was ich auch noch sagen wollte, Scheitern oder Versagen gehört doch irgendwie dazu. Ja, ich habe mal auf so einer Fuck-Up-Night, könnten wir eigentlich auch mal machen, Paul, weil das ist ein cooles Thema, gehört, ja, dass dieser,
dass dieser, oh, meine Zeit rennt weg, oh, ich komme ins Plaudern, dass dieser Elon Musk, ja, ich konnte es nicht mehr googeln, deswegen würde ich es euch jetzt als Mythos verkaufen, dass bevor der mit PayPal reich wurde, ist der irgendwie 7 oder 9 Mal gescheitert. Auch das weiß ich nicht mehr. Ihr wisst es? Okay. Weil wenn man jetzt Elon Musk scheitern googelt, kommt diese ganze Twitter, also seitenweise, warum er jetzt Twitter kauft und warum nicht. Okay, außerdem wollte ich eigentlich auch ein Beispiel von einer Frau nehmen, aber ich dachte, es wäre vielleicht schöner, wenn man den Mann scheitern sieht. Aber so. Aber wir wollen ja das nicht ins... wir waren ja bei der Frage, an welcher Stelle geht die Chancengleichheit eigentlich verloren? Und würde jetzt noch mal kurz zu dem anderen Teil, ein bisschen schneller. So, die Dinge, die wir tun, weil sie schon immer waren. Und da habe ich jetzt mal zwei so Sachen reingenommen. Jungs sind eigentlich irgendwie immer stark und Mädchen sind vernünftig. Der Beweis dafür, dass das noch gilt, ist, ganz brandaktuelles Beispiel, Kunstunterricht meiner Tochter, Lehrer kommt rein, er braucht mal 5 starke Jungs, um den Ton zu holen. So, okay, warum eigentlich Jungs? Mädchen, so, weißt du, Ton ist so zum Backen, ja. Woche später oder Monat früher, keine Ahnung, Klassenausflug, bringt mal alles was mit fürs Picknick. Und ihr Mädchen kümmert euch um die gesunden Sachen. Als ob Jungs nur über Chips und weiß ich was nachdenken und Mädchen nicht. Das ist ja irgendwie auch. Aber das, und das war auch eine Lehrerin, die das gesagt hat. Also irgendwie steckt es in uns so drin, ja, Jungs weinen nicht, ja, na gut, da können wir auch noch um. Und das bleibt das ganze Leben so, ja. Männer haben mehr Durchsetzungskraft, Männer machen Karriere, Frauen und Macht. Oh Gott, ja, wisst ihr noch, Angela Merkel, als das losging und. Hat eigentlich, kann man, naja, wollen wir heute nicht streiten. Und Frauen wollen immer Familie. Auch das so, wenn dann auf dem Schulhof ein Mädchen hinterherrufen wird, du kriegst nie einen Mann. Das ist ein Schimpfwort. Ja, stellt euch mal vor. Wo, also da, weil ich dachte, da ist so in den letzten 2 Wochen bei mir, sagt, nee, wir haben echtes Problem in dieser Gesellschaft. Ja, wir sind noch nicht, bloß weil mir gut geht, weiß ich, es geht vielen anderen nicht gut. Und das hat mich echt wachgerüttelt. So, dann habe ich nochmal, so, bin ja Naturwissenschaftler, kann ich auch nicht raus. Also habe ich versucht zu analysieren, wie kommt das alles? Und eigentlich stecken wir selber auch immer in so einer Sackgasse. Also ich habe, also wir verhalten uns rollenkonform, ja. Unsere Umwelt gibt uns ein positives Verhalten. Mütter bleiben zu Hause, kümmern sich um die Kinder. Und dann mache ich immer weiter, beim zweiten Kind bleibe ich auch zu Hause. Ich war nicht zu Hause, von dem wundersten Mann der Welt, der hat Elternzeit gemacht, obwohl wir nicht mehr Geld hatten dadurch. Also wir haben auch finanzielle Einbußen einfach hingenommen. Egal, aber das ist so dieses, in diesem Todeskreislauf findet man sich irgendwie drinne. Und woran mache ich das fest? Wer zu Hause ist der Einzige, der sich mit der Solaranlage auskennt? Natürlich mein Mann. Und wer kann die Waschmaschine nicht bedienen, außer meine Töchter? Auch mein Mann. Also, ich stecke auch, obwohl mir vieles klar ist, und ich komme wieder so diese Muster hoch. Und ich habe gesagt, okay, irgendwie müssen wir rauskommen. Und das ist so meine Einladung. Reflektiert euch selber. Nehmt die Kommentare eurer Umwelt wahr und denkt mal drüber nach. Habe ich noch Zeit für eine Anekdote? 50 Sekunden. Also wir sitzen am Wochenende im Garten, die Sonne scheint, wir befummeln da alle was vor uns hin und mein Mann sagt, er hat Hunger. Und ich so, ja, ich lasse gleich alles stehen und liegen und gehe Mittag machen. Da sagt meine Tochter zu meinem Mann, du Papa, du kannst doch schon mal Gemüse schneiden gehen. Ja? Und das sind so die Situationen, wo ich denke, scheiße, du steckst ja selber auch immer in diesem Rollenbild so drinne und bedienst es und ist es richtig oder falsch? Ja, ich weiß es nicht, aber guckt mal, was euer eigenes Verhalten, wozu das eigentlich auch die Umwelt einlädt, mit euch Dinge zu tun.
Ja, das ist so die Botschaft, die ich hier sagen wollte. Jetzt hätte ich noch was zur Führung, aber naja, ganz kurz. Wir gehen, also das haben ja, hat ja die Lara, glaube ich, in der Einleitung gesagt, dass wir, dass Führung sich auch im Wandel bewegt. Wir hatten das Thema Agilität heute und dass wir jetzt wegkommen von diesem eine Person weiß immer die richtige Lösung. Also Autorität und Hierarchie ist überhaupt nicht mehr hilfreich in dieser komplexen Welt, sondern wir brauchen Persönlichkeit, Überzeugungskraft, aber auch Empathie. Und da sind wir Frauen eigentlich total im Vorteil. Weil ich glaube, das ist eine unserer Stärken, die wir haben. Und die sollten wir auch nutzen. Also immer zu sagen, okay, was ist eigentlich mit dem anderen da gerade los, der sich irgendwie so blöde benimmt? Und wo kommt er eigentlich her mit seiner Gedankenwelt? Und wie kann ich dem eigentlich, dem alten weißen Mann, ich weiß nicht, hatten wir heute auch schon, habe ich auch in meinem beruflichen Umfeld, wie kann ich dem eigentlich helfen, mit mir auch klarzukommen? Also mit meinen anderen Ansichten und so. Und ich glaube, das ist auch was, was wir tun können, um diese Welt zu öffnen für neue Ideen oder auch für Frauen in Führungspositionen oder für Frauen in technischen Berufen. Jetzt, da habe ich jetzt auch die Kurve nicht mehr gekriegt. Aber ich möchte noch die letzte, vorletzte Folie zeigen. Hatten wir heute auch, ich würde es sogar noch nicht nur auf Teams, sondern ich würde es auch auf die Führung ausdehnen, dass das Thema Führung Diversität braucht. Also, dass unsere Entscheidungen einfach besser werden, wenn wir versuchen, verschiedene Meinungen einzuholen. Und wir kennen das aus dem agilen Umfeld, da trennen wir sogar die fachliche Führung von der sozialen Führung, wiederum von der strategischen Führung. Also, wir sagen, okay, da holen wir viele Leute ins Boot, die dabei helfen, das Unternehmen in die richtige Richtung zu lenken. Und da ich auch nicht mit Schnittchen beworfen werden möchte, sage ich, also zu Diversität. Das ist das Schöne, wenn man den letzten Vortrag hat. Man kann sich aus allen immer das Beste so rausklauen. Diversität ist gar nicht so ein Männer- und Frauending, sondern auch was von alt und jung. Und auch der alte weiße Mann hier, auch der gehört irgendwo dazu mit seinem Erfahrungsschatz, den er mitbringt. Ja. Und zu einem richtigen Vortrag gehört eigentlich auch ein Fazit. Und das Schöne ist, dass die Zeit zu Ende ist und dass ich eigentlich das Fazit euch überlassen möchte. Dass jeder für sich denkt, okay, das hat mich ein bisschen berührt, da kann ich was mitnehmen. Und damit würde ich jetzt beenden. Ja, danke. Danke, liebe Yvonne. Du hast es selbst schon gesagt, dass du glaubst, dass dein Talk eine gute Zusammenfassung so des ganzen Abends darstellt. Und das denke ich auch. Also es war wirklich ein krönender Abschluss. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Einmal Blumen für dich. Danke. Und auch jetzt nehmen wir uns natürlich gerne noch die Zeit für Fragen aus dem Publikum, wenn es denn welche gibt. Gerne melden. Dann eilt der Martin zu euch mit dem Mikro. Man kann es immer so schnell. Grandioser Vortrag und grandioser Abschluss, also herzlichen Dank. Du hast ja darauf hingewiesen, dass viele Sachen so unbewusst passieren, ne? Wie mit dem, du kannst mal Gemüse schneiden und so weiter. Darf ich was sagen, was mir heute Abend gerade eingefallen ist? Du hast gesagt, ja, wir haben Kinder bekommen, mein Mann hat Elternzeit und so weiter und wir mussten finanzielle Einbüße einnehmen. Ne? Das ist für die ganzen jungen Leute, die hier sitzen, nicht gerade die Ermutigung zu heiraten und Kinder zu kriegen. Ne? Das ist vielleicht auch eine Sache. Ne? Beruf und Familienvereinbarkeit ist jetzt, ups, müssen wir drüber nachdenken. Ne? Ja, nee, das fand ich wahnsinnig sympathisch, weil du gerade darüber gesprochen hattest. Großartig. Ja, aber also das sollte nicht die Intention sein. Also Kinder sind wirklich das Allerbeste für die, die sich dafür entscheiden. Sie sollten es tun und nicht warten. Der Zeitpunkt ist nie der richtige.
Ja, also das wäre nochmal so eine Botschaft in die Richtung. Und ja, ist für Konzernkarrieren nicht gut. Also ja, aber so eine Unternehmen wie jetzt die Seibert Media, viel, auch die RNV, also es gibt viele moderne Unternehmen, wo das schon selbstverständlich ist und einfach dazugehört. Und man muss auch denken, also ich habe die 50 schon überschritten. Also meine persönlichen Erfahrungen sind halt auch schon ein bisschen älter. Aus einer Zeit, wo es noch kein Elterngeld gab und solche Dinge, ja. Weitere Fragen? Zwei. Es ist eigentlich keine Frage, aber es ist etwas, was du gesagt hast, was mir auch aufgefallen ist. Ich meine, ich bin ja auch schon etwas älter. Bevor ich das Startup hatte und mich mit Age-Tech, mit Ageism, mit Age-Shaming, also das geht ja alles so einher, beschäftigt habe und dann auch mal bei der Albright-Stiftung, ne, man stößt ja dann irgendwann so auf die Daten und so. Ich war echt entsetzt, weil uns Frauen ist das alles gar nicht bewusst. Also dieses, ich habe tatsächlich auch gedacht, ah, wir leben ja in einer total gleichberechtigten Welt und ist ja alles super, ne, weil ich bin ähnlich aufgewachsen wie du und auch ziemlich emanzipiert. Meine Mutter hat so die Kontrolle über das Geld gehabt. Und ich weiß noch, dass ich mit 14, hat mir eine Freundin gesagt, dass ihre Mutter Haushaltsgeld bekommt. Mir sind die Gesichtszüge entglitten, weil ich kannte das nicht. Ich habe gedacht, was? Und dann habe ich irgendwann erfahren, mit 40 oder so haben mir Frauen erzählt, die kriegen auch Haushaltsgeld. Und da fing bei mir wirklich erst mal mit 40 ungefähr an, dass ich mal darüber nachgedacht habe, in was für einer Welt wir leben. Mir war das vorher nicht klar und ich bin echt total froh, dass es jetzt diese ganzen Vorträge gibt, dass jetzt andere Generationen die Chance haben, nicht in diese gleichen Spuren reinzurutschen, aus denen wir uns erst mal mühsam wieder rausschaffen mussten. Eine Frage habe ich doch noch. Und zwar, wie hast denn du das so erlebt? Ich weiß nicht, ob das für jüngere Frauen heute noch so ist. Also ich habe so das Gefühl gehabt, ich konnte es niemandem recht machen als Frau. Also ich habe keine Kinder, ich habe mich bewusst dafür entschieden. Also naja, sagen wir mal so, ich habe gesagt, naja, vielleicht kriege ich mit 40 nochmal einen Rappel, ist aber nicht passiert, also nie bereut. Aber wenn du keine Kinder kriegst, dann bist du irgendwie karrieregeil. Wenn du Kinder kriegst und keine Karriere machst, dann bist du als Frau eine Versagerin. Wenn du zu dick bist, du bist zu dünn, du bist zu laut, du bist zu leise. Männer haben diesen Druck nicht. Also wenn ich mir meinen Bruder angeguckt habe, nö. Also wenn meine Oma im Altersheim war, ich bin da zweimal die Woche hingefahren, abwechselnd mit meiner Tante, meiner Mutter. Und ich so, ja, mein Bruder fährt einmal hin. Ja, der hat ja Stress. Also ich hatte keinen. Also hast du das auch so wahrgenommen? Lange Jahre, ja. Und ich muss ehrlich sagen, diese Wende, Kehrtwende, aber wir sagen niemals 180 Grad, dazu bin ich einfach zu brav. Aus diesem Siemens-Konzern zu lassen, da habe ich dann irgendwo mal für mich beschlossen und es ist mir eigentlich irgendwie doch manchmal egal, was die Leute von mir denken. Ich versuche, meinen Frieden damit zu finden. Und dazu gehört halt auch ein gewisses Alter, wo man sagt, man kann sich das leisten, wenn man gesehen hat, es passiert nichts. Ja? Wenn ich bleibe, und das war ja auch bei dir, bleib dir selber treu. Es gelingt mir auch nicht immer. Ja? Und ich mache auch heute, das klingt alle so rosa-rot, aber mache auch viele Dinge falsch und bin auch manchmal traurig über Dinge, die ich nicht erreicht habe. Aber ich versuche einfach nicht so viel darüber nachzudenken, was jetzt andere über mich denken. Ja? Und das ist auch was ich wirklich jedem mal empfehlen würde, mal an sich zu denken. Und das machen wir Frauen einfach immer viel zu spät. Ja, du hattest, glaube ich, das Beispiel mit dem Goldfisch oder irgendjemand, der erst glücklich sein musste, bevor man selber. Finde ich auch gut, also sich um die Familie zu kümmern, um die Leute um einen rum, die einem auch viel zurückgeben, auch für die zurückzustehen. Ja, also das mache ich wirklich gerne. Aber im Berufsleben versuche ich, auch mal einen Cut zu machen und zu sagen, erst ich und dann der Goldfisch. Direkt hinter dir war sogar auch noch eine Frage, genau. Und dann dort noch. Also erstmal vielen Dank noch von mir. Und mir geht es eigentlich nur darum, noch mal einen Punkt zu betonen, den du gesagt hast. Und das war der Punkt, ergreif es, wenn es vor dir liegt. Also wir haben heute sehr viele verschiedene Sachen gehört, wie wir miteinander über diese ganzen Themen kommunizieren können und so weiter.
Aber das ist mir im letzten Jahr sehr deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass wir einfach auch, wenn die Gelegenheit da ist, zugreifen und nicht warten, dass wir aufgefordert werden. Will ich unbedingt nochmal ermutigen und betonen, was du da gesagt hast. Sehr wichtig. Gibt es auch sehr coole Quotes dazu inzwischen. Okay. Von Frauen. Okay. Ja, googeln bin ich jetzt auch ein bisschen. Da vorne gab es noch eine Meldung hier, ne? Du wolltest noch, genau. Also auch von mir nochmal vielen Dank für den Beitrag. Das war wirklich großartig und humorvoll. Ich würde aber gerne auch auf das, was du gesagt hast, nochmal eingehen. Ich habe hier den ganzen Nachmittag wirklich so viele junge Frauen gesehen und es gab oft diese Vorbildfunktion, die man hat, die Frauen wie du haben, wie du. Ich sehe mich ein Stück weit auch da. Und dann dachte ich, Mann, jetzt habe ich keine Mädels, denen ich Vorbild sein kann. Aber nach dieser ganzen Diskussion und wie stark die Männer noch sind, ich habe zwei Jungs und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man denen Vorbild ist, wie Frauen heute sind. Und das sind wir als Mütter, wie wir jetzt solche Jobs machen. Und das sind aber auch, glaube ich, die jungen Frauen hier, die sich irgendwann diese Jungs abkriegen und die, und die dann natürlich auch weitermachen müssen. Ja, das, ja, ich habe keine Frage in dem Sinn, aber das war mir jetzt nochmal ganz wichtig. Das kann ich bekräftigen, weil als ich gesagt habe, wer hat denn diesem Jungen dieses Bild vermittelt, dass es wichtig ist, einen Mann zu kriegen als Frau, also um das als Schimpfwort zu benutzen. Aber wer versuche ich jetzt? Ja, die Eltern haben ja auch irgendwo nur Dinge erlebt, die schon immer so waren. Ja? Vielleicht kriegen die auch noch Haushaltsgeld, man weiß es ja nicht. Ne? Aber ich finde es total wichtig, dass wir nicht aufhören, bloß weil man selber denkt, man ist auf so einem Plateau des Lebens angekommen, wo man eigentlich glücklich ist und denkt, boah, ja, ach, das mit der Gleichberechtigung, ja, die Annalena Baerbock, die rennt da durch die Welt, macht einen super Job als Außenministerin. Wir haben doch ja kein Problem mit der Frauenquote. Ja, aber wir haben's, ja, und das hat mir wirklich die letzten zwei Wochen und der heutige Abend, also Frauenquote darf, soll man ja auch nicht sagen, habe ich heute. Frauenprozente. Doch, wir haben's. Und wir können jeden Tag ein Stückchen auch wieder besser machen für alle. Ja. Entschuldigung, aber das ist ein bisschen breit und groß jetzt geworden, aber es hat mich einfach dahin inspiriert heute. Ich hatte das nicht vor. Und ich habe meinen Vortrag eigentlich mit einem Dankeschön angefangen und ich würde es auch beenden. Also auch ihr mit dem Applaus und dem Jubeln tragt dazu bei, dass man sich hier auch großartig fühlt, obwohl man aufgeregt und müde ist und alle. Und ich möchte wirklich dem Team danken, dass ihr diese Idee hattet und dass ihr das einfach macht und euch da auch wahrscheinlich von irgendwelchen blöden Bemerkungen von männlichen Kollegen da auch nicht aus der Bahn werfen lasst. Also ich würde es dir trotzdem noch, aber die nehme ich mit.